Stoffkreisläufe in der Natur sind fast vollständig geschlossen. Das hat sich über Millionen von Jahren bewährt. Die moderne Wirtschaft funktioniert im Gegensatz überwiegend linear. Ressourcen werden mithilfe fossiler Energie extrahiert und nur ein kleiner Bruchteil der Wertstoffe erhält ein zweites Leben. Innerhalb weniger Generationen stellt uns diese Herangehensweise nun vor existenzielle Herausforderungen. Globale Erwärmung, Umweltverschmutzung und Biodiversitätsverlust. Aber können wir es der Natur einfach nachmachen, alle linearen Prozessketten in Kreisläufe verwandeln und alles ist gut? Eine Reihe von Forschungsprogrammen in NFP 73 hat sich die Kreislaufwirtschaft angeschaut, und zwar in Bezug auf, was sind die Bedingungen, was sind die Chancen, aber auch die Risiken für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Materialkreisläufe zu schließen oder auch Produkte möglichst lange zu nutzen, ist nicht in jedem Fall nachhaltig. Zum Beispiel ein Smartphone, das sollte man möglichst lange nutzen. Eine Gasheizung, die sollte möglichst schnell ausgetauscht werden. In unserem Projekt haben wir angeschaut, mit welchen Indikatoren man das messen kann. Da gibt es einerseits ökologische, aber auch ökonomische Aspekte. Und diese Indikatoren können das für Wiederverwendung, für längere Nutzung oder für Recycling messen. Entscheidend ist die Art und die Menge von Material, die im Kreislauf geführt wird, wie schnell dieses zirkuliert und auch mit welcher Energie der Kreislauf angetrieben wird. Kreisläufe sollen dabei auch so gestaltet werden, dass sie die Umweltauswirkungen minimieren. Manche Materialien, zum Beispiel wenn sie toxisch sind, dann sollte man sie besser nicht in einem Kreislauf führen. Ist sehr wichtig, dass schon beim Design angefangen wird von Dämmstoffen, dass die zirkulär designt werden, dass man die wirklich nachher in den Kreislauf zurückbringen kann, mit sehr wenig Energieaufwand wieder neue Rohstoffe daraus gewinnen kann. Kreislaufwirtschaft ist mehr als nur Recycling, auch Wiederverwendung oder Reparatur. Für die Umsetzung von Kreislaufwirtschaft braucht es natürlich auch ein neues Geschäftsdenken. Und dazu haben wir insgesamt 40 Bausteine für neue Geschäftsmodelle gefunden. Ressourcen so lange wie möglich im Kreislauf behalten, in der höchsten Güte, das ist das oberste Credo in der Kreislaufwirtschaft. Da machen wir einen wertvollen Beitrag, indem wir qualitativ hochwertige, langlebige, modulare, reparierbare Geräte anbieten. Bis 15 Jahre Ersatzteilgarantie, ganz wichtiger Aspekt. Aber auch Geschäftsmodelle, Geräte wieder zurückzunehmen, wieder aufzubereiten, Refurbishment, Produkte nur noch zur Nutzung anzubieten, nicht zu verkaufen. Der Zug bleibt im Besitz, auch in der Verantwortung des Gerätes über die ganze Lebensdauer. Kreislaufsysteme benötigen Kollaboration, das heißt zirkuläre Ökosysteme von Unternehmen. Das kann man zum Beispiel schon sehr gut in gewissen Bereichen in der Praxis sehen. Wenn man von Kreislaufwirtschaft spricht, dann muss man die Abfall- und Rohstoffmengen anschauen, die eine Gesellschaft erzeugt. Und da ist der Bau beides Mal mit Abstand der größte Erzeuger. Wir sehen uns als Vertreter der Bauwirtschaft und nehmen diese Verantwortung wahr. Und das ist sicher auch wichtig, dass alle Akteure im Bau sich dieser Verantwortung bewusst sind und entsprechend auch handeln. Die große Herausforderung ist, dass wir eigentlich das Bewusstsein schärfen für alle Baubeteiligten, das vernetzte Denken entlang der Wertschöpfungskette. Die Zusammenarbeit mit dem NFP 73 hat in dem Sinn bei uns intern stark verholfen, das Thema Kreislaufwirtschaft zu verankern. Und neben dem natürlich auch diverse neue Inputs aus der Wissenschaft, wo wir auch partizipieren konnten und da auch mögliche Geschäftsmodelle ableiten davon. Jede Ressource ist schlussendlich eine endliche Geschichte. Es gibt sie nur einmal und entsprechend Sorge müssen wir diesen Ressourcen tragen. Gemeinsam können wir die Vision einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft Wirklichkeit werden lassen. Alle Akteure entlang eines Kreislaufs, sei es Unternehmen, die Politik oder Benutzerinnen und Benutzer, können und müssen einen Beitrag leisten. Dabei geht es nicht unbedingt nur darum, mehr, sondern auch das Richtige zu tun. Die Projekte des NFP 73 liefern hierzu wertvolle Erkenntnisse.